Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ein bisschen vorgecraftet, ich habe ein paar Sachen geholt, habe schon mal Draht gemacht, habe Rohre gemacht oder was es auch immer alles ist und Platten hergestellt und so weiter, damit wir jetzt schön weiter craften können. Ne? Wir müssen Hub-Upgrade weiter abschließen. Strommast können wir verwenden, quasi. So einen wunderschönen Strommasten. Achso, dafür brauchen wir Beton. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das wollte ich zumindest mit euch zusammen machen. Wir müssen jetzt Beton herstellen. Das heißt, wir haben hier den wunderschönen kleinen mobilen Sammler eingebaut. Jetzt Beton herstellt, beziehungsweise sammelt. Und daraus stellen wir quasi Beton her. Und Schrauben können wir auch herstellen. Können wir auch gleich noch ein paar machen, dass wir zumindest welche dabei haben. Es geht ja relativ schnell, ne? Man muss ja sagen, also dieses Craften, ich habe jetzt keine Ahnung, gefühlt 500 davon hergestellt, 300 davon, gerade diese Eisenbarren und so weiter. Ja. Es geht. Es geht. Also so schlimm ist es nicht. Aber wir wollen es ja später automatisieren. Von daher, gucken wir mal. So, wir müssen erstmal jetzt eine Stromleitung, nein, wir keine Stromleitung, einen Strommasten herstellen. Das heißt, wir stellen jetzt einmal einen hier rüber. Dann machen wir eine Stromleitung von... Können wir sie wieder abreißen? Wie war denn das mit F? Okay. Das heißt, das haben wir ausgesteckt. So machen wir die Stromleitung wieder weg. Dann bringen wir es hier an. Und bis dahin. Dann machen wir von da bis nach da. Und von da bis nach da. Denn hier drin habe ich jetzt... Stellen wir quasi Kupferbarren her. Und hier drin werden Metallplatten produziert. Beziehungsweise, ja, sind Metallplatten? Metallbarren. Eisenbarren. Entschuldigung. So. Als nächstes können wir diesen Konstruktor bauen. Erzeugt aus einem Teil ein anderes Teil. Das ist eine super Beschreibung. Kann automatisiert werden, indem Teile mit einem an dem Eingang angeschlossenen Förderband zugefügt werden. Hier scheint dann wohl der Eingang zu sein. Was brauchen wir denn noch dafür? Ach so, diese verstärkten Platten. Wo ist die denn her? Hier, versteckte Eisenplatte. Uiuiui. Ui, ui. Müssen wir noch ein paar Schrauben herstellen. Dann machen wir mal 5 Stück davon. Jetzt haben wir verstärkte Eisenplatten. Wir stellen einfach jetzt erstmal hier hin. Ungültiges... Achso. Aha! Ich verstehe. Das bedeutet, hier könnte ich sozusagen Eisenplatten und Eisenstangen produzieren lassen und Schrauben. Okay, das ist ja cool. Okay, wir müssen nochmal... Dann würde ich hier nochmal einen Strommast hinstellen wollen. Und eine Stromleitung von da nach da und von da nach da. Das werden wir wahrscheinlich dann automatisieren lassen können. Davon werde ich auf jeden Fall mehr wahrscheinlich benötigen. Aber wir lassen es zumindest schon mal automatisch herstellen. Das bedeutet, wir können die hier rausnehmen. So. Okay, was haben wir noch Neues gekriegt? Nichts, ne? Also, Strommast können verwendet werden, um mehrere Gebäude in dasselbe Stromnetz anzuschließen. Gebäude wie der Kondensator erfordern ein ausgewähltes Rezept und Strom, um funktionieren. zu funktionieren. Jetzt müssen wir quasi wieder upgraden. Auf die nächste Stufe. Dafür haben wir sogar alles. Sehr, sehr cool. Und verbessern. Nächstes Hub-Upgrade.
Ist das cool. Congratulations, you have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective, complete hub upgrade 5. Note, portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice, when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Okay, abgeschlossen. Förderbänder können verwendet werden, um den Ressourcentransport zwischen den Gebäuden zu automatisieren. Förderband, Fördermast. Oh, ist das cool. Das heißt, wir stehen jetzt automatisch Eisenplatten her. Jetzt ist die Frage... Moment, wir müssen noch ein paar Schrauben herstellen. Ich würde gerne noch einen zweiten herstellen. Dann haben wir Eisenplatten und diese Eisenstangen. Ob man das teilen kann, das heißt, es teilt sich quasi auch so und so. Nein. Konstruktor. Ich würde den versuchen wollen, daneben zu stellen. So. Wow, wir fahren ja mit. Strommast. Von da. So, geht das jetzt? Ich muss das halt alles testen, Leute. Nee, geht nicht. Brauche eine neue Schmelze. Du stellst mir quasi auch Eisenbahn her. Ich hätte gern hier nochmal einen Strommasten. Dann hätte ich gern... Ah, shit. Von da nach da, du dann nach da. Und wir stellen nochmal einen Strommast hier hin. Wird was gleich genug verteilen. Okay. Du hast das schon, dann brauchen wir nächstes Förderband. Von da nach da. Und du würdest Eisenstangen herstellen. Perfekt. Das heißt, du brauchst noch Eisen. Du brauchst auch Eisen. Okay, cool. Soweit habe ich es begriffen. Gibt es denn noch irgendwas Neues? Ah, ein Miner. Ein Miner brauchen wir. Wir brauchen nur noch ein bisschen Beton. Beton, Beton, Beton. Dann können wir schon die nächste Upgrade-Stufe machen. Dann können wir den Miner herstellen. Und der automatisiert dann quasi unsere gemeinerten Sachen. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ne? Dann baut der automatisch Eisen ab. Diese kleinen Roboter können dann da weg. Und die produzieren das dann da rein. Und wir kriegen automatisch die Materialien. Das ist cool. Das ist richtig cool. So, Beton haben wir. Was haben wir denn noch gekriegt? Inventarplätze. Wie kriegen wir denn Inventarplätze? Das würde ich noch ganz gern machen, weil das wäre, glaube ich, wichtig. Achso, haben wir die einfach dazu... Achso, wir haben die so dazu gekriegt. Okay, verstehe. Upgrade. Oh, dann können wir Drähte herstellen lassen und so einen Spaß. Wie cool ist das denn, ey?
Jetzt kommt wieder erstmal eine Ansage. Danke. Building Miner Mark 1. Building Storage Container. Hub Feature Additional Biomass Burner. 10th Objective. Complete Hub Upgrade 6. Note. There are no notes. Stelle sicher, dass die Rohstoffvorkommen frei von Steinen sind, bevor du den MK platzierst. Okay. Lagercontainer enthält 24 Stunden zur Aufbau großer Mengen an Gegenständen. Produktion, Schmelzofen, Miner. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen noch Beton. Oh, das sieht ja merkwürdig aus. So wird es ganz gut aussehen. Es fehlen 10 Eisenplatten. Eisenplatten stellen wir doch her. Das stellen wir doch her. Gib mir her den Mist. Hä? Aber wie kriegen das dann hin? Moment. Haben wir Strom? Oh, wir haben mehrere Biomassen. Wir haben jetzt 2 Biomasse-Container. Und kaum noch Treibstoff. Ja, aber wie kriegen wir denn die Steine da weg? Kuh? Ein Lagercontainer brauche ich natürlich auch. Produktion. Stelle sicher, dass Rohstoffvorkommen frei von Stein ist, bevor du einen Miner platzierst. Ja, aber wie kriege ich denn den Stein dann da weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Gebäude, Schmelzofen. Ausrüstung, Teile, Tutorials. Stelle sicher, dass das Rohstoffvorkommen frei von Erzablagerung ist, bevor du einen Miner MK1 platzierst. Muss ich den woanders platzieren, daneben oder so? Was haben wir denn da unten? Bauen, Hologramm, Hilfslinien ausrasten, Schnellwechsel, Baumenü. Schließen, hart verstecken. Bin ich blöd? Und da geht's auch nicht ran. Was meinen die damit?
Stelle sicher, dass du Rohstoffe bekommen, frei von Steinen hast. Aber wie kriege ich die denn weg? Weltraumlift. Biomasse-Generator. Das wird das nächste sein, damit wir noch mehr Strom erzeugen. Biomasse. Das ist krass. Ich meine, es ist ziemlich cool gemacht. So ist es nicht. Hier können wir schon wieder was produzieren lassen. Boah, was meinen die damit? N-Suche. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist jetzt 4? Fördermast? Was ist das? Kann als Verbindung für Fördermast verwendet werden. Die Höhe des Masts ist anpassbar. Nützlich, um Förderbänder kontrolliert und über lange Strecken zu führen. Okay. Kann ich denn... Der braucht Strom, ne? Hier bin ich voll. Was haben wir hier? Wir haben hier auch Eisen, ne? Okay, wir haben 2 Eisenvorkommen direkt nebeneinander, was nice ist. Das heißt, ich kann hier auch nochmal versuchen, noch einen Miner aufzustellen. Oh Gott, brauchst du viele Strommasten dafür? Oh, ist das cool, hier läuft das Eisen rein. Entschuldigung. Ungenügende Materialien, was? Brauch Platten. Was? Genial. Okay, hier läuft das Eisen zumindest schon mal rein. Das heißt, wir stellen jetzt die Platten und Dingsen her. Dann hätte ich hier jetzt gern 2 Lagercontainer. 2 Stück am besten. Oh oh. Ich glaube, wir haben keinen Strom mehr. Shit, wir haben keinen Strom mehr! Wir brauchen Blätter. Biomasse. Das ist so cool. Also bisher ist es geil. Wird natürlich später wahrscheinlich richtig überfordern werden. Aber wenn man sich das gut organisiert, von Anfang an, in kleinen Schritten nach vorn denkt, dann könnte das richtig stark werden. Ist alles angehalten.
So, du hast noch 53 Blätter und du bist leer. Das heißt, jetzt müsstest du eigentlich wieder anlaufen. Oder? Egal, ich will jetzt erstmal den Container aufstellen. Zwei Stück. Am besten so nebeneinander. Können wir sie hier daneben platzieren? Dann hätte ich nämlich ganz gern ein Förderband von hier nach da. Und eins von da nach da. Platten. Ich brauche Platten. Okay, dann leisten wir, lagern das schon mal hier ein. Es kann gut produzieren. Und wir holen uns da die Sachen raus. Okay, aber es läuft trotzdem nicht. Irgendwas läuft hier ganz und gar nicht. Kein Strom. Untätig. Wieso bist du untätig? Die Sicherung ist rausgeflogen. Oh mein Gott. Okay, das gleiche hätte ich natürlich hiervon auch gern, ne? Okay, wir stellen auf jeden Fall schon mal die Eisenseile. Das ist so cool. Was könnte die Konverter eigentlich noch herstellen? Produktion. Rezepte auswählen, okay. Schrauben könnten wir auch herstellen lassen. Gleich. Und hier Draht. Beton. Ich würde schon mal sagen, wir versuchen hier unser Lager so hinzuplatzen. Holy shit, wir müssen die nächste Stufe erreichen, damit wir... Was brauchen wir dafür? Das, das und das. 100 Drähte und Beton. Stell mir nochmal bitte Beton her. Die Drähte müssen wir gerade noch manuell machen. Das ist ja richtig cool, ey. Was das für Optionen einbildet, ne? Jetzt schon. Und das auf so einem niedrigen Level. Ich meine, ich könnte ja auch... Ja, ich muss später gucken, ob man das... Ob es Verteilerzentren gibt, sozusagen. Wie man das hinkriegen. Dass alles quasi in ein Lager reinläuft und solche Späßchen, wisst ihr? Weil aktuell haben wir ja noch sehr viel Stuff an uns sozusagen. Es wird zwar automatisch schon produziert, es läuft ins Lager rein, aber das dauert natürlich seine Sache. To-Do-Liste hinzufügen. Aha. Ich glaube, wir brauchen hiervon auch 100, ne? So ein Generator. Vielleicht könnten, das müssen wir halt auch automatisieren, den Strom. Das nervt halt. Also das Einsammeln würde ich auf gar keinen Fall machen. Beton noch ein bisschen. Und Metallplatten. Metallplatten müssen wir doch jetzt aber haben. Die laufen doch eigentlich hier rein. Guckt euch das mal an. Was denn hier drin? Oh, ist das schön. Beton. Ich meine, dich. Du bist aktuell für mich
nutzlos. Deswegen kann ich dich erstmal noch abbauen. Wir bleiben erstmal bei dem Standardkram. So, 50 Beton. Dip, 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 dip. Neue Gebäude. Logistik, Strom. You have unlocked building space elevator, building biomass burner, part biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Ich danke auch. Jetzt bauen wir erstmal einen Generator. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Okay, es gibt damit Milestones. Note: Future developments should be aimed at constructing the space elevator and as such initiating project assembly. Good luck. So. Der Weltraumlift. Erfordert eine Lieferung spezieller Teile, Projektteile, um die jeweilige Phase des Projektmontage abzuschließen. Abgeschlossene Phase, Weltraumlift, werden neue Meilensteine im Hub. Okay. Ich konnte doch jetzt gerade mit diesem Upgrade noch irgendwie... Ach so, das ist nur ein weiterer Generator. Ich muss noch weiter bauen, ne? Gibt es keinen anderen Treibstoff? Doch, Holz. Haha. Auch Beton. Ja, Beton mache ich gerade noch per Hand. Aber das werden wir vielleicht auch hinkriegen. Ich muss irgendwie die Stromzufuhr hier richtig regulieren. Dass mir das nicht hier wieder zusammenbricht. Okay, wir können also auch Holz verarbeiten. Ziemlich nice. Da habe ich es gemacht. Du gehst hier rüber und dann gehst du einmal quer hier rüber. Das heißt, du bist im Stromfluss drin. Ja, wir müssen sammeln. Okay, ich lasse die jetzt mal, würde ich sagen, ein bisschen bauen. Sammelt das mal alles zusammen und holt euch gleich nochmal rein, wenn ich vielleicht noch Beton und Kupfer angeschlossen habe. Ich, wie gesagt, für mich gerade Startbase. Deswegen alles hier wild durcheinander. Ich möchte das später besser organisiert haben, natürlich. Aber für mich ist es jetzt gerade einfach eine Startbase. Ich schalte euch gleich wieder dazu. Bis gleich. Hey ihr Lieben, ich glaube, ich habe es soweit ein bisschen versucht fertigzustellen. Ich stelle gerade noch mal ein bisschen Biomasse her. Damit kann ich Generatoren ganz gut machen. Befüllen quasi. Sollte vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben. Holz scheint am effektivsten zu sein, finde ich. Also damit stellen wir am meisten her. Müssen ein bisschen einsammeln aktuell noch. Ja, als nächstes steht der Weltraumbahnhof an. Das, was wir noch machen müssen, und damit können wir dann Sachen freischalten. Du kannst eine Karte freischalten, du kannst noch viele Sachen freischalten. Ich habe noch nichts gefunden, dass du irgendwie so ein Kraftwerk wirklich freischalten kannst, was vielleicht mit irgendwas anderem betrieben wird, außer händische Biomasse, die wir herstellen. Finde ich ein bisschen blöd. Nervt mich gerade so ein bisschen. Aber es funktioniert zumindest damit. Zack. So, was habe ich noch getan? Ich habe Beton
und Kupfer noch verbunden. Kupfer wird von ganz hinten rangekarrt und hier stellen wir Drähte her. Also ihr seht, ein langes Förderband mit ganz viel Kupfer. Das ist richtig cool. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen 280 Drähte zusammen. Hier haben wir auch schon eine ganze Menge zusammen. Über 200 Platten und 77 Beton. Das Ding ist, dieser Weltraumlift, der braucht super viel. Ich kann schon mal ein paar Metalldinger wieder wegpacken. Die 85 brauchen wir nicht. Wir müssen noch knapp 500 Beton herstellen. 1500 Drähte, 250 Platten noch. Da kommt auch einiges zusammen. Das muss ich jetzt aber laufen lassen, weil die Sachen produzieren wir jetzt quasi automatisch. Das läuft jetzt hier einfach ein bisschen durch. Und den können wir dann vermutlich beim nächsten Mal herstellen. Das Upgrade-Ding hat sich halt verändert dadurch. Und wir brauchen... Es gibt halt Meilensteine, die wir versuchen müssen zu erreichen. Gibt hier Fundament. Wenn ich den Meilenstein auswähle, kostet mich das halt super viel. Das ist halt ziemlich teuer, nur um dieses Fundament zu kriegen. Das ist hier so Basebau. Also da werde ich dann, glaube ich, vermutlich erstmal Fundamente machen. 1 Meter, 2 Meter, 4 Meter. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir es genau machen. Hier gibt es halt noch Rampen, gibt Tore, eine Standardwand. Mal gucken. Hier gibt es jetzt halt was. Förderungsband Splitter. Das finde ich halt ziemlich nice. Weil dann wird es halt aufgebaut. Er teilt das Förderband in 3 Teile. Da müssen wir halt mal reingucken. Und der verbindet es wieder. Da gibt es noch den Förderlift. Und Produktionsansteigerung quasi. Und hier gibt es die Feldforschung. Da gibt es aber die Karte, ein MAM. Molekularanalysemaschine wird zum Analysieren von neuen und exotischen Materialien verwendet, die auf fremden Planeten gefunden werden. F&E unterstützt Pioniere durch die MAM bei der Umwandlung von wertvollen Daten in nützliche Forschungsoptionen neuer Technologien. Das müssen wir halt auf jeden Fall noch bauen und forschen. Das können wir sogar, glaube ich, schon machen, ne? Wir müssen eigentlich im Prinzip ja nur Schrauben herstellen ohne Ende. Ich glaube, die Platten, die müssten wir, glaube ich, haben. Und den Weltraumbahnhof, den machen wir halt beim nächsten Mal einfach. Es wird komplex, sage ich euch. Jetzt schon. Und wir stehen, glaube ich, ganz am Anfang. Aber naja. Es ist trotzdem ein sehr interessantes Spiel. Vielleicht gehen dadurch ja auch diese diese Bäume, die stören aktuell mich noch so ein bisschen. Vielleicht gehen die dadurch auch weg. Mal gucken. Ich meine, Schrauben können wir später auch automatisiert produzieren lassen, ne? Können das Förderband ja noch splitten zum Beispiel. Eine neue Schmelze machen. Dadurch wird halt auch mal die Produktion gesteigert, dass wir noch mehr herstellen. Weil, ihr seht ja, es steht teilweise ziemlich still, ne? Wir stellen halt viel zu viel, wir bauen viel zu viel ab und es wird viel zu langsam umgewandelt. So, habe ich, hier müssten die Platten sein. Können wir das jetzt einfach so forschen? Nee, kann ich gar nicht. Weil ich den Weltraumhafen brauche. Ja, aber es gibt halt noch persönliche Aufbauungsbox. 25 Slots. Diese Gegenstände wird vermutlich für ein zukünftiges Update in einem zukünftigen Update entfernt. Momentan nur als Zutat für ein alternatives Rezept benutzt. Okay. Inventarplatzsteigerung und Handausrüstungsplatz. Mich interessiert natürlich die Karte. Und sowas hier alles. Also das müssen wir machen. Stufe 2, Fabrikator. Erzeugt aus 2 Teilen ein anderes Teil. Wird sehr geil. Kupferblech. Rotor. Kettensäge. Oh.
Sprungflächen. Cool. Awesome Shredder. Awesome Shop. Oh Mann. Ja, wir werden auf jeden Fall, ich werde jetzt die Ressource erstmal so durchlaufen lassen. Vielleicht strukturiere ich nochmal ein bisschen was um. Vielleicht plane ich das nochmal ein bisschen und mal gucken. Ich bin, aktuell ist das hier halt beim Lager. Ne? Und da warte ich halt drauf, beim nächsten Mal bauen wir halt den Raumhafen. Alles klar, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.